Wir haben unser Thema nun festgelegt und eingegrenzt. Und jetzt müssen wir eine Fragestellung formulieren, die in der wissenschaftlichen Arbeit beantwortet werden soll. Die Fragestellung konkretisiert das Thema nochmals und erlaubt es, eine Untersuchungsmethodik festzulegen, mit der die Frage beantwortet werden soll. Am einfachsten lassen sich Fragestellungen durch Umformulierung und Hinzufügung von Fragewörtern erzeugen. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Fragestellungen, die wiederum unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Bearbeitung benötigen. Bei unserem vorherigen Beispiel könnte eine mögliche Fragestellung nun so aussehen: Wie unterscheiden sich in kultureller Hinsicht die Länder X und Y in Anbetracht der Gesprächsführung des internationalen Handels? Hier würde man sich dann auf die konkreten Unterschiede der beiden Länder fokussieren. Möchte man eher auf einen Leitfaden, also eine Art Handbuch, eingehen, so könnte die Frage so formuliert werden: Welche Kriterien und Hilfestellungen zur Vermeidung eines kulturellen Fauxpas zwischen Land X und Y in Anbetracht des internationalen Handels gibt es? Eine weitere Frage wäre: Soll die Gesprächsführung bei Geschäftsessen oder Vertragsverhandlungen im internationalen Rahmen der Länder X und Y besser durch eine männliche oder weibliche Person durchgeführt werden? Alle Fragen bewegen sich zwar im eingegrenzten Themengebiet, sprechen aber unterschiedliche Aspekte an. Deshalb müssen sie auch unterschiedlich bearbeitet werden. Bei der ersten Frage finden wir den Vergleich einer Eigenschaft, also der Gesprächsführung, zweier Länder. Zur Beantwortung müssen ausgewählte Kriterien festgelegt, beurteilt und verglichen werden. Das Ergebnis wäre dann ein strukturierter Vergleich anhand von begründbaren Kriterien. Die zweite Frage möchte methodische Zugänge zur Untersuchung, also Kriterien und Hilfestellungen eines Untersuchungsgegenstandes, die Vermeidung eines kulturellen Fauxpas, erörtern. Bei der Bearbeitung muss man sich mit früheren Arbeiten auseinandersetzen. Diese müssen dann systematisch beschrieben und beurteilt werden. Bei dieser Frage ist das Ergebnis dann eine systematische Darstellung der untersuchbaren Eigenschaften und die möglichen Zugänge dazu. Die dritte Frage scheint am einfachsten beantwortbar zu sein. Allerdings wurde das Wort besser verwendet. Dadurch muss die Beantwortung mit konkreten, also messbaren, Kriterien begründet werden. Bei dieser Frage zum Beispiel muss zuerst die zweite Fragestellung beantwortet werden. Es müssen hier auch Messungen durchgeführt werden. Das Ergebnis wäre dann eine begründete Aussage über die getroffene Wahl. Also hier, ob Mann oder Frau. Diese drei Beispiele zeigen, dass die Wahl der Fragestellung für deren Bearbeitbarkeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen, also Zeit, Umfang und Vorkenntnisse, sehr wichtig ist. Es hängt auch davon ab, wie viele der notwendigen Teilfragen bereits in früheren Arbeiten beantwortet wurden. Es ist auch notwendig, darzustellen, wo die eigene Arbeit über diese Antworten hinausgeht. Erst dann begründet eine derartige Einordnung die Relevanz einer Fragestellung.